afternoon, everyone. So let's get started with our committee meeting. As usual, we start with the adoption of the agenda. If there are no objections, the agenda is adopted. We also have to approve the minutes of the meetings of 23rd and 24th of October 23 and of November 7th 23. If there are no objections, they are considered approved. I take the liberty of postponing all the announcements to tomorrow morning so we can jump to the core of our meeting today, which is the monetary dialogue with Christine Lagarde, President of the European Central Bank. So welcome, President Lagarde. This is the fourth and last monetary dialogue in 2023. The previous one took place on September 25th. Today, the dialogue is taking place in a still challenging environment, which is marked by uncertainty. Since the last monetary dialogue in September, headline inflation in the euro area declined markedly to 2.9% in October, down from 4.3% in September. This is the lowest level since July 2021. And at the same time, core inflation has been high and persistent, exceeding 5% throughout the year, but now also showing a downward trend at 4.5% in September and 4.2% in October. So after 10 consecutive rate hikes in a row, the ECB Governing Council left interest rates unchanged in its last meeting on October 26. The ECB has raised interest rates by a cumulative 450 basis points between July last year and now, making it the most aggressive monetary policy tightening since the start of the economic and monetary union. In parallel, the Eurosystem's balance sheet is being reduced through a first ever quantitative tightening operation under the APP and through large TLTRO III repayments. Investments under the PEP are set to continue at least until the end of 2024. In this context, two topics were chosen by the Econ Committee coordinators for today's meeting. The first one is a comparative analysis of monetary policy and inflation dynamics in the euro area and the United States, and the second one is the climate change considerations in monetary policy implementation. As usual, all briefing papers prepared by the Parliament's panel of experts are available on the Econ Committee's website. A few practical considerations before starting. Thank you very much. The following procedure will be applied. There will be introductory remarks by President Lagarde of 10 minutes, followed by first round of questions and then a second round. I ask to all of you to respect the time given to you. President Lagarde, before I choke, I give you the floor. Thank you very much, President, but I'm afraid I suffer from the same deficiency in terms of throat, and I might choke again, in which case I'll give you the floor. But we are fully equipped with water and a few mints around, courtesy of the European Central Bank, actually. Here we are. For the mints. So good afternoon to all of you, and let me just start with my preliminary comments. So as just mentioned, the world has continued this period marked by compounding challenges. This new political and geopolitical landscape is emerging, fueled by mounting tensions that are fragmenting the global economy. This has direct economic consequences as it is fostering uncertainty and economic volatility. In parallel to this geopolitical turmoil, the climate crisis is accelerating, resulting in more frequent and unprecedented natural disasters. These extreme weather events trigger supply shocks that reverberate through the global economy, further exacerbating the existing challenges. To navigate this shifting environment, policymakers must be open-minded. At the same time, it is critical that central banks provide an anchor of stability by delivering on their price stability mandates.
In my short remarks today, I would like to briefly discuss our current assessment of the economic outlook and our efforts to bring inflation back to target. And then I will explain how the ECB incorporates climate change considerations in its monetary policy, one of the topics, the two topics that you have chosen for today's hearing. So let's have first a look at the situation of the euro area economy. The activity has stagnated in recent quarters and is likely to remain weak for the rest of the year. Real GDP contracted by 0.1% in the third quarter, reflecting a broadening impact of higher interest rates, weak foreign demand, and the fading impetus from the reopening of the economy after the pandemic. You must have received the one-pager, which is recto verso, actually. And if, yes, thank you so much. Okay, plenty now. Okay, I'll take one. So I will refer to this one page, and you have on the top of the front page to the left, you have the good description of how GDP is evolving using also PMI indicators. So manufacturing output has continued to fall and activity in the services sector is weakening further. Despite the slowdown in activity, the labor market remains resilient overall, although there are now some signs that job growth may lose momentum towards the end of this year. While the short-term outlook remains subdued, the economy is set to strengthen again over the coming years as inflation falls further, household real incomes recover, and the demand for euro area exports picks up. Turning now to inflation, which, as you said, Chair, fell further to 2.9% in October. That's the latest headline reading that we have. And this fall reflected a general decline in inflation, but was also helped by what we call the base effects. These effects were particularly visible in the low rate of energy inflation, which stood at minus 11.2%. Food inflation has also declined, but is likely to remain strong for the rest of the year. This contrasts with inflation development in the United States, the first topic chosen for today's hearing, where food inflation has been more contained, while core inflation picked up faster after the pandemic. I encourage you to look at, on the back of that one pager, which is called Topic One, and it gives you a nice graph of how inflation looks like in Europe and in the United States. And I know it's a bit counterintuitive, but the numbers that we have in terms of latest readings is headline 2.9% in the euro area, headline 3.2% in the United States. There is that sort of conventional wisdom that the US is faring a lot better in its fight against inflation. I'm not sure that this is exactly accurate. If we look at core, we are at 4.2%, US is at 4%, but it peaked earlier than we had ourselves. Inflation, excluding energy and food, often called core inflation, has continued to moderate. It fell to 4.2% in October, owing to declines in both goods and services inflation. Most other measures of underlying inflation have also come down. At the same time, the ECB's indicator of domestic inflation, which excludes items with a high import content, has not come down by much, reflecting the fact that inflation is now driven more by domestic sources than by external sources. And that you will find on the first page in the right-hand graph, which shows in yellow what is actually high domestic sources. Wage pressures, meanwhile, remain strong. Our current assessment is that this mainly reflects catch-up effects related to past inflation rather than a self-fulfilling dynamic. And we expect wages, and again, that's the on the first page at the bottom left, where you have wage contribution in green and red for profits. So
wages will continue to be a key factor driving domestic inflation. But at the same time, the contribution of profits, as I said in red in that graph, which accounted for much of the strong domestic price pressures seen recently, is now weakening. Looking ahead, we expect the weakening of inflationary pressures to continue, even though headline inflation may rise again slightly in the coming months, mainly owing to some base effects. However, the medium-term outlook for inflation remains, of course, surrounded by considerable uncertainty. So turning to monetary policy, we remain determined to ensure the timely return of inflation to our 2% medium-term target. In October, as you indicated, we decided to keep the key interest rates unchanged, and we expect that maintaining interest rates at current levels for a sufficiently long duration will make a substantial contribution to restoring price stability. Our future decisions will ensure that policy rates are set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. The appropriate level and duration of restriction will continue to be determined in a data-dependent manner, assessing the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. The Governing Council will reassess its monetary policy stance in mid-December, in 2 weeks' time, informed by new data and updated projections, including for 26. Let me now turn briefly to the other topic you have selected for today's hearing, that is climate change in monetary policy implementation. Climate-related disasters are becoming more frequent and more severe. This year's catastrophic floods in Slovenia, Italy, Greece, and France are a stark reminder of this. At the same time, the warming of our climate continues. July and August 23 were the two warmest months on record globally, and the planet is now on track to reach average warming of 1.5 degrees centigrade by the 30s. In today's challenging geopolitical environment, it is easy to lose sight of this unfolding climate crisis. But we remain committed to supporting the green transition. European governments are primarily responsible for addressing climate change. They have the authority, the tools, and the ability to implement the appropriate policies to tackle this crisis. That said, climate change and the protection of the environment are also relevant for the ECB from the perspective of both our primary and secondary objectives. The ECB therefore remains committed within its mandate to playing its part. First and foremost, by ensuring that we fulfill our primary objective of price stability. Large investments in green technologies are needed to support the transition, and a stable inflation outlook gives firms visibility on investment costs, which is particularly important for green projects in light of their mostly long-term planning horizon. Price stability also supports the relative price signal from policies such as carbon pricing, thereby making those policies more efficient. Over the past years, we have enhanced our understanding of the economic and financial ramifications of climate change. We published a set of climate-related indicators to improve the quality and quantity of climate-related data. As climate-related data improve, we are also working to further enhance our macroeconomic models, scenario analysis, and risk assessment. This helps us better account for climate risks and the implication for the transition to a carbon-neutral economy may have. As it is relevant to our primary mandate, we are also working to better take into account climate-related financial risk in the Eurosystem's balance sheet. In doing so, we are also following our secondary objective by supporting the green transition of the economy in line with the EU's climate neutrality objectives. In the implementation of our monetary policy, for instance, our tilting activities have helped decarbonize our corporate bond holdings, and we continue to tilt our reinvestments under the Pandemic Emergency Purchase Program. You have a reference to that on the back of the one-pager. We recently concluded our one-year review of the tilting framework, and we expect the decarbonization of our corporate sector portfolios to continue throughout 23 and 24 on a path that supports the goal of the Paris Agreement. There are three main factors driving this decarbonization process. First, the effectiveness of our tilting approach. Second, redemption of bonds with a relatively high carbon impact. And third, we see that issuers of the bonds we hold are actively working to reduce their carbon footprint
with benefits for society at large. Looking beyond 24, the Governing Council is committed to considering ways to ensure the further decarbonisation of our corporate portfolio on a path that supports the Paris Agreement objectives without prejudice to our price stability objective. We will continue to review our climate actions to ensure that they remain fit for purpose, focusing on the areas where the risks are greatest and our work contributes the most. So as we enter in this new era of heightened geopolitical tensions and an unfolding climate crisis, we need to step up our efforts to make our economies more resilient. Progress on the green transition, including to accelerate Europe's energy independence, is essential, as it will reduce the likelihood of higher and more volatile energy prices. Deepening the capital market union, reaching an agreement on a sound fiscal framework, and addressing regulatory barriers are equally crucial to foster investment and speed up the development of renewables. The ECB will play its part, first and foremost, by ensuring that inflation returns to our 2% medium-term target. This is not yet the time for us to declare victory. We need to remain attentive to the different forces affecting inflation and firmly focused on our mandate of price stability. Thank you very much. Thank you very much. Now we start our round of questions, and we start with Markus Ferber for the EPP. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Thank you very much, Madam Chair, and thank you, President Lagarde. I'll be speaking my mother tongue. In the recent financial stability review, the ECB stressed that the effectiveness of monetary policy is affected by the fiscal policy decisions that are taken. In monetary dialogue in the past, you've touched upon that issue. Many of the programs that the member states are enacting as a result of the energy crisis have not been targeted enough. And as a result, they run against the direction of monetary policy from the ECB. So what do you think about the current interplay of fiscal and monetary policy, given that the average budget deficit in the Eurozone is over 3%, and in France it's nearly 5%. So what does that mean for the upcoming measures from the ECB? Secondly, do you see a second monetary policy lever, besides interest rates? What about the asset purchase programs? It's only the maturing assets that are being sold off. What about the other ones? Do you think it would be a contribution to reducing inflation if we sold off the asset portfolio faster? Thank you very much, Mr. Ferber. It's nice to see you again. I've missed you a bit in the last few meetings. Your first question relates to the fiscal measures. And you're right, we had in 21 in particular, and in 22 as well, we had specifically asked that measures that were taken by governments in the member states be triple T, targeted, temporary, tailored. And as we all know, and as was acknowledged by the Commission in its review of the measures, not that many of them were both tailored, targeted, and temporary. And what we are saying now, that a lot of the circumstances that caused and justified those measures are fading away, in particular energy prices, which have reduced significantly, and bottlenecks that are fading out as well. We are now asking for what we call the rollback of energy support measures in particular, in order to restore public finance and to make sure that debt is on a sustainable trend. That's the first thing that we ask for. The second thing that we hope for, and that we expect finance ministers will work hard on, as well as, of course, you members of parliament, is the framework within which fiscal policies will be deployed by member states in the years to come. And we are particularly concerned that this fiscal framework be agreed as quickly as possible in order to reduce the uncertainty
in which we are likely to be in 24 if nothing is agreed. Your second question deals with the asset purchase program. And you are right. We started announcing that we would gradually reduce the reinvestment, that we would then stop the reinvestment in net asset purchases under the asset purchase program, and we have done so. We are, as a result of this stop of the net asset purchase program and letting the securities that we have on a runoff basis, the balance sheet of the ECB is reducing by about 23 billion, an average of 23 billion per month, and that continues to be the case. In terms of other purchase programs that we have undertaken, particularly as a result of the pandemic, we have indicated that we would continue reinvesting until at least 24. This is a matter which will come probably for discussion and consideration within the Governing Council in the not too distant future, and we will re-examine possibly this this proposal. Thank you. Thank you very much. Now I give the floor to Juanas Fernandez for SNB. Good afternoon, President. Welcome. Thank you for being here. Now, I'd like to focus in today's debate on the effects of climate change and monetary policy. As you said, Madam, the effects of climate change that we are already beginning to feel mean that we have a perspective of more volatility, likely, in terms of the changes to inflation and inflationary spiraling related to climate change. And one of the measures potentially to fight climate change, at least from a fiscal standpoint or from a budgetary standpoint, would go through the implementation, for example, Umsetzung der Richtlinie in Bezug auf Energie. Abgaben lang- oder mittelfristig müssten die Kosten für die Energie, auch die Umweltkosten, mit einbeziehen und die CO2-Emissionskosten. Im Moment haben wir natürlich jetzt die Auswirkungen des Krieges. Wir haben die hohen Energiepreise und so weiter. Und insofern haben sich die Verhandlungen hier im Rat verzögert. Aber wie kann man jetzt damit umgehen? Ab welchem Zeitpunkt sollten wir diese Maßnahmen mit aufnehmen, also die Steuern damit erhöhen, zum Ziel des Kampfes gegen den Klimawandel, obwohl das kurzfristig sich sicherlich in mehr Inflation niederschlagen wird. Langfristig wird es aber dazu beitragen, dass der Klimawandel effizienter bekämpft werden kann. Also man muss entscheiden, dass also kurzfristig die Energiepreise ansteigen. Das könnte zur Inflation führen. Aber auf der anderen Seite kann mittelfristig die Inflation damit gesenkt werden. Ganz besonders angesichts der heutigen Situation und der Inflation, die wir im Moment haben. Wie würden Sie also da dieses Abwägen beurteilen zwischen kurzfristigen Maßnahmen, die vielleicht etwas die Inflation ansteigen lassen könnten, und den langfristigen Auswirkungen in Bezug auf Inflation und Klimawandel? We can only operate. Also, wir alle, die Regierungen, die Kommission, der Rat und Sie, wir können alle nur im Rahmen des Mandates handeln, das wir erhalten haben. Aber ich würde Ihnen insofern zustimmen, dass in der Tat Externalitäten nicht immer in den Preisen enthalten sind. Und es wäre sicherlich wichtig, diese in die Preise mit einzuarbeiten, über Steuer oder ein anderes Preissignal. Ich denke an das ETS. Das könnte auch ein Beispiel dafür sein, wie man diese externen Faktoren mit einbringen könnte in die Energiepreise und alle anderen Produkte, die Energiekomponenten mit aufweisen. Was uns betrifft, so haben wir
Natürlich auch die klimawandelbezogenen Auswirkungen mit berücksichtigt bei unserer Beurteilung der Wirtschaft, bei den Preisentwicklungsprognosen, die wir vorliegen haben. Ich denke, dass es da nicht unbedingt eine übereinstimmende Beurteilung der Situation gibt. Aber kurzfristig ist es sicherlich so, dass der Kampf gegen den Klimawandel mit mehr Inflation einhergehen könnte, nicht sehr stark. Wenn ich mir das ansehe, was unsere Ökonomen und Forscher ermittelt haben, aber doch ein leichter Ansteig in den nächsten 3 bis 5 Jahren und dann mittelfristig einen Rückgang der Inflation in Bezug auf die Zusammensetzung der Energiepreise. Ich denke, das ist das, was wir berücksichtigen müssen in unseren Modellen, in den makroökonomischen Bewertungen. Wir können jetzt keine Entscheidungen darüber treffen, welche Steuern oder Abgaben da enthalten sein müssten oder in die Preise mit einbearbeitet werden müssten, damit wir alle externen Faktoren mit einbeziehen können. Vielen Dank. Ich möchte hier noch einmal nachfragen. Sie haben gesagt, die Resilienz der europäischen Wirtschaft muss gestärkt werden. Sie wissen, dass die Europäische Union ihre Industriepolitik neu definiert, strategische Autonomie, die angestrebt werden soll, angesichts des Krieges in der Ukraine und der Auswirkungen der Covid-Krise. Inwiefern gibt es inflationäre Effekte dieser neuen Industriepolitik? Hat die EZB dazu eine Bewertung angestellt, inwiefern eine Wiederbelebung der europäischen Industriepolitik sich auswirken könnte auf die Preise im Bereich der Konkurrenz, aber auch des Haushaltsdefizites oder der Subventionen für einzelne Branchen? Und eine solche neue Industriepolitik, könnte diese auch komplizierend wirken auf den Umgang mit der Währungs- oder der Geldpolitik? Vielen Dank. Also die ehrliche Antwort auf Ihre Frage ist nein. Wir wissen nicht wirklich, wie diese Industriepolitik aussehen wird, welche Subventionen enthalten sein werden und welche Art von Inflationsreduzierungsrechtsakt hier vorgeschlagen wird. Sie werden ja später mit Kommissar Breton sprechen und vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, dann mehr darüber zu erfahren. Aus unserer Sicht und unter Berufung auf die Eurogroup-Sitzungen ist ein Punkt ganz besonders wichtig, nämlich die Kapitalmarktunion, die 650 Milliarden Euro, die nötig werden für den grünen Übergang und die 125 Milliarden für den digitalen Wandel. Also, dass dies beides nicht ausschließlich aus öffentlichen Finanzen stammen können. Das wird auch national oder gemeinsam nicht möglich sein. Aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass die Kapitalmarktunion möglichst schnell vorangetrieben werden muss, mit einem etwas anderen Ansatz, den ich Content Shift nennen möchte, dass die Kapitalmarktunion sich nämlich wirklich auf die Bereiche konzentrieren sollte, die dann etwas bringen wird, aus Infrastruktursicht, aus Aufsichts- und regulatorischer Sicht. Und da kann dann auch zurückgegriffen werden auf Finanzen aus dem Privatsektor. Und in dem Fall können wir dann hoffentlich auch etwas tun für die Wettbewerbsfähigkeit und für die Umsetzung des grünen und digitalen Wandels in Europa. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Präsidentin, herzlichen Dank dafür, dass Sie hier sind. Die Inflation schreitet rasend schnell voran. Vielen Dank für die Maßnahmen der EZB für die Eingrenzung der Inflation und eine Rückführung zum Ziel von 2%. Das hat aber schon auch Auswirkungen auf den
auf unsere Bürger in Bezug auf die Kaufkraft und den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, die ja gerade in Krisenzeiten sehr wichtig sind. Wie kann man also reagieren auf die Inflation, gleichzeitig die Kaufkraft erhalten, gerade auch angesichts der heutigen Situation und langfristig? Die Geldpolitik hat sicherlich auch ihre Grenzen und wird es nicht alleine schaffen, unsere Prioritäten zu finanzieren. Also die jetzigen Haushaltsregeln, werden diese ausreichen für Investitionskapazitäten und nachhaltige Schulden? Das sind ja zwei Ziele, die allerdings zeitlich unterschiedlich angeordnet sind. Sind das zwei Ziele, die miteinander überhaupt vereinbar sind? Vielen Dank, Frau Jeune-Courtin, für Ihre doppelte Frage. Also ich kann vielleicht auf Englisch Ihre Frage beantworten. Nein, ich spreche Französisch. Denn ich wollte etwas aufgreifen, was Sie gesagt haben. Also wir sind jetzt nicht in einer Situation der galoppierenden Inflation. Das haben wir schon hinter uns. Im Oktober, im letzten Jahr, hatten wir 10,6% Inflation. Und das waren sehr schwerwiegende Zahlen. Und das hatte sicherlich auch sehr schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben der Bürger in Europa. Wir sind jetzt bei 2,9%. Wir haben also noch nicht alles geschafft, aber wir haben es doch geschafft, jetzt diese sehr hohen Zahlen wieder deutlich zu senken. Und wir sind jetzt wieder nah an unserem Zielwert. Natürlich wirkt sich das aus und sicherlich wird das auch vielen Bürgern in ihrem Geldbeutel wehtun, denn die Lebensmittelpreise, verarbeitete oder nicht verarbeitete Lebensmittel bleiben weiter hoch. Die Energiepreise sind zurückgegangen, aber die Lebensmittelpreise steigen weiter an. Und der Prozentsatz liegt immer noch bei mehr als 7%. Das ist sicherlich auch sehr interessant, denn wenn man das mit den USA vergleicht, da ist es so, dass der Prozentsatz des Preisanstiegs der Lebensmittel niedriger ist. Wir können sicherlich später noch einmal darüber sprechen. Natürlich belastet das die Bürger, aber unser Ziel bei der EZB liegt ja bei der Preisstabilität und bei 2%, und zwar nachhaltig. Das ist unsere Aufgabe, das haben die Verträge uns als Mandat festgelegt. Wenn wir also diese Anstrengungen nicht unternehmen würden und wenn wir nicht die Inflation wieder zum Zielwert von 2% zurückbringen würden, hätten wir eine noch schwierigere Situation mit unkontrollierten Inflationssätzen. Und dann könnte man auch nicht unbedingt auf die Entwicklung der Inflation so gezielt eingehen. Sie haben recht, das bringt Schwierigkeiten mit sich bei der Zugang zur Finanzierung. Aber das ist auch der Beweis, dass unsere Inflationsreduzierungspolitik sich niederschlägt in der Realwirtschaft, nämlich bei den Preisen für Kredite. Wir haben aber auch insgesamt ein geringeres Volumen von Darlehen, die vergeben werden an Unternehmen und an Einzelpersonen. Und darin besteht unser Ziel, die Inflation zu senken, indem wir einwirken auf die Preise für Kredite. Die Nachhaltigkeit der Schulden, uns geht es dabei darum, die Inflation zu reduzieren. Sie soll wieder zum Zielwert von 2% zurückgeführt werden. Und die öffentlichen Finanzen sollen so angepasst werden, dass hinterher auch die Verschuldung nachhaltig bleibt. Vielen Dank. Thank you. Thank you very much. Vielen Dank. Das Wort erhält Michael Högefeld für die EKR. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Lagarde. Ich habe eine Frage, die den Klimawandelaspekt betrifft. In einem Blog-Eintrag haben Sie gemeinsam mit Fatih Birro geschrieben, dem Vorsitzenden der Internationalen Energieagentur, und Werner Heuer, dem Präsidenten der EIB.
Europa muss den grünen Wandel beschleunigen, um weltweit wettbewerbsfähig zu sein. Wenn Europa die Energierevolution verpasst, dann wird die Wettbewerbsfähigkeit beschädigt werden. Abgesehen davon schreibt Frau Ellerson, das Direktoriumsmitglied, während eines Wahlkampfs in den Niederlanden, dass er froh ist über das Klimagesetz, froh über das 50-50-Paket und auch über das Renaturierungsvorhaben, bevor es überhaupt abgestimmt wurde im Europaparlament. Er hat hinzugefügt, ich zitiere, wir müssen schneller vorankommen und müssen alle Hindernisse abbauen, die unserem Klimawandelskampf entgegenstehen. Was Sie sagten in Ihren einleitenden Bemerkungen, ist, dass der Klimawandel wohl Auswirkungen zeitigen könnte auf finanz- und makroökonomische Risiken. Ich pflichte Ihnen bei. Aber glauben Sie nicht, dass das relativ starke Worte sind, die Sie in Ihrem Blog-Eintrag loswerden? Und haben Sie nicht Angst, dass Sie sich hier in die politische Debatte hineinziehen lassen, etwas, das ja nicht von Ihrem Mandat abgedeckt ist? Vielen Dank, Herr Hugewein, für diese Frage. Für mich eröffnet das auch die Möglichkeit, zweifelsohne festzuhalten, dass unser Primärziel, ja, unser Mandat, die Preisstabilität ist. Das hat Vorrang vor allen anderen Zielen, welcher Art sie auch sein mögen. Nichtsdestotrotz müssen wir aber innerhalb der Erreichung unseres Primärziels anderen Anforderungen gerecht werden. Wir müssen alle Komponenten berücksichtigen, die uns entscheiden, festzuhalten, wie die makroökonomische Lage ist. Unsere Modelle müssen effizient genutzt werden, um uns vorzubereiten für geldpolitische Entscheidungen und unbeschadet vom Erreichen des ersten Ziels, das das Hauptziel ist, haben wir Sekundärziele, die da wären, die wirtschaftspolitischen Weichenstellungen der Union zu unterstützen. Für uns ist es ganz einfach. Primärziel, das in seiner Komplexität und Technikalität auch Klimawandelselemente mit berücksichtigen muss, und dann Sekundärziele, die unbeschadet der Erreichung des ersten Zieles verfolgt werden müssen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann einmal eine Rede gehalten hätte oder etwas niedergeschrieben hätte mit Hinblick auf Klimawandel und Geldpolitik, ohne etwas vorauszuschicken, das gilt auch für die Bemerkungen, die Sie zitieren, dass für uns ganz deutlich ist, dass es sich hier um die Zuständigkeit von Regierungen, Parlamenten und warum nicht auch der Judikative handelt. Und dass keinesfalls die EZB sich als primär Zuständige sieht für die Erreichung von Klimazielen. Das ist eine Randerwägung, die wir berücksichtigen, wenn wir unser Primär- und Sekundärziel verfolgen. Wir versuchen aber genau zu prüfen, wo wir handeln können, innerhalb welcher Parameter, unter Einbeziehung welcher Akteure und wie wir unsere Portfolios so anpassen können, dass es passt. Zum Beispiel mit Hinblick auf die Sicherheiten, die wir erhalten haben, oder mit Hinblick auf die Aufsicht unter dem SSM. Oder ob auch die Verbesserung unserer Modelle davon betroffen ist. Was auch immer wir uns vornehmen, wir versuchen immer so umfassend und auch so peinlich genau wie nur möglich zu sein. Ich sage akkurat mit Bedacht, denn ich weiß sehr wohl, dass die Verfügbarkeit und Qualität von Daten sehr wichtig ist, auf die wir unsere Erwägungen stützen. Ich hoffe, dass ich das noch verbessert. Ich denke, wir sind hier noch nicht bei einem Stand erreicht, wo wir ausreichend auf diese Daten vertrauen können, um uns in die eine oder andere Richtung mit Zuversicht bewegen zu können. Darum mein Appell an Sie, Qualität und Quantität von verfügbaren Daten, die brauchen wir für unsere Risikobewertung, auch für unser Portfolio-Management und die Berücksichtigung da, wo angemessen, von Klimawandelerwägungen. Wollen Sie noch nachhaken? Jawohl. Danke für Ihre Antwort. Ich verstehe, was Sie vorgetragen haben. Aber der Energiewandel, so wie beschrieben in Ihrem Blog oder auch beschrieben vom Kollegen Frank Ellerson, betrifft ja die
Energietransition, die Beschleunigung des Energiewandels zur Bekämpfung des Klimawandels. Ist das nicht grundlegend eine politische Debatte, die Art und Weise, wie wir unsere Energiewende anpacken? Meine Fraktion beispielsweise vertritt die Auffassung, dass der jetzige Ansatz, die Richtung, die wir eingeschlagen haben, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaften gefährden wird. Schauen Sie sich die Investitionen an in Windturbinen. Wir haben vor kurzem festgestellt, dass Siemens Windenergie nicht länger nutzen will, nachdem in der Windsparte das Unternehmen 4,5 Milliarden Euro eingebüßt hat. Wäre es nicht klug, weise, na gut, das ist vielleicht ein bisschen suggestiv, aber wäre es nicht bedacht, wenn Sie als EZB davon absehen würden, in eine Debatte einzusteigen, die wir als sehr politisch sehen, die sehr scharf geführt wird, denn Sie könnten sich auch auf Ihr Hauptmandat konzentrieren, die Preisstabilität, statt dass Sie sich für bestimmte Richtungen, Weichenstellungen einsetzen. Ich sage es noch einmal, Preisstabilität, das ist die Kompassnadel, unser Ziel, daran richten wir unser Handeln aus. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. An uns ist es nicht, darüber zu streiten, welche Entscheidungen bereits getroffen worden sind in Trilogen oder sonst wo. Wenn die grüne Wende etwas ist, auf das man sich auf der höchsten Ebene anderer Institutionen der Union verständigt hat, gleiches gilt ja auch für den digitalen Wandel, dann ist es nicht an mir, damit zu streiten. Die Entscheidung ist gefallen. Und das muss dann berücksichtigt werden bei unseren Entscheidungen. Und darum müssen wir diese Kurseinstellungen berücksichtigen bei unseren Entscheidungen. Vielen Dank. Franz Jamais erhält das Wort für die Fraktion ID. Vielen Dank, Frau Lagarde. Zwei Dinge möchte ich ansprechen. Und das wird zu zwei Fragen führen. Erstens, Sie haben angekündigt, während eines der früheren geldpolitischen Dialoge, dass eines der Ziele der EZB wäre, einen neutralen Zins zu haben für die wesentlichen Leitzinsen. Aber im Moment sind wir bei 4% nach einer stufenförmigen Erhöhung. Geldpolitik muss natürlich ein klares Bild haben, was die Inflationsursachen sind. 2,9% Inflation Oktober, das haben Sie gesagt, im Euro-Währungsraum. Da sind wir jetzt also über dem angepeilten Zins. Oder Sie haben gesagt, welche zugrunde liegenden Faktoren das beschleunigen, insbesondere Energie, da sind wir bei 5,5% Inflation. Wir können also festhalten, dass die EZB noch sehr, sehr, sehr weit vom angepeilten Zinssatz ist. Dann die Leitzinsen der Fed. Sie sagten, die wären höher als die der EZB. Das mag das Risiko nach sich ziehen, wie es um den Geldwert des Euros bestellt ist. Im Moment scheint der Euro widerstandsfähig zu sein, einfach nur deshalb, weil die Haushalts- und Steuerpolitik der Vereinigten Staaten sehr expansiv ist. Damit verbunden meine zwei Fragen nun. Erstens, gehen Sie davon aus, dass es Ihnen gelungen ist, Ihr Ziel zu erreichen mit Hinblick auf den neutralen Satz? Und zweitens, befürchten Sie nicht, dass das leichte Erholen des Euros gegenüber dem Dollar einfach nur ein Konjunktureffekt ist, also vorübergehend ist? Sie wissen, wie die geopolitische Lage ist. Die Erzeugungsländer Erdöl könnten, wenn sie es nur wollten, die Erdölpreise durch die Decke schießen lassen oder einfach das Fördern von Erdöl einstellen. Vielen Dank, Frau Jamais. Vielen Dank für Ihre Fragen. Gestatten Sie mir zunächst etwas dazu klarzustellen, was ich als neutralen Zinssatz wahrnehme. Die Ökonomen nennen das auch All-Star. Das ist der perfekte Zinssatz, absolutes Gleichgewicht, Angebot, Nachfrage, keine Schieflagen, Ungleichgewichte im Markt und eine Inflation.
die genau dort ist, wo wir es wünschen. Das ist das Ergebnis eines perfekten Gleichgewichts. Das ist für uns der neutrale Satz. Heute stellen wir Folgendes fest. Schauen wir uns die letzten Zahlen an. 2,9% Inflation im Euro-Währungsraum. Abgesehen von der Lebensmittelinflation und Erdölpreisinflation 4,2%. Das heißt, wir sind jetzt bei einer Entschleunigung des der Inflation. Das betrifft sowohl die Kern- wie auch die Gesamtinflation. Daneben haben wir Zinssätze, die wir schrittweise angehoben haben in den 15 letzten Monaten von minus 0,5, minus 50 Basispunkte. Und jetzt sind wir bei plus 4% der Leitzins. Wir haben also 450 Basispunkte Anstieg gesehen in 14, 15 Monaten. Das ist ein Anstieg, der so nie da gewesen ist in der Vergangenheit. Und natürlich reagiert auf die Entwicklung der Inflation, wie ich es bereits in meinen früheren Einlassungen dargelegt habe. Wir sind davon überzeugt, dass das einen Beitrag leistet zum Zurückfahren der Inflation. Es ist wichtig, dass wir diese Zinsen ausreichend lange aufrechterhalten, um dafür zu sorgen, dass sie uns dem Inflationsziel vom 2% annähern. Im Moment ist die Inflation immer noch zu hoch für einen Zeitraum, der auch schon zu lange andauert. Das heißt, wir müssen den Kurs, den Zinskurs beibehalten. Wenn wir es ausreichend lange tun, dann wird das einen Beitrag dazu leisten, dass wir zurückkehren zum 2% mittelfristigen Inflationsziel. Daran orientieren wir uns. Dieses Ziel werden wir erreichen auf Grundlage der Indikatoren und Daten, die wir erhalten, und auf Grundlage der drei Faktoren, die wir angesprochen haben. Denn so erklären wir, wie unsere Geldpolitik entschieden wird. Wir haben auf der einen Seite die Inflationsprognosen, zweitens die zugrunde liegenden Faktoren der Inflation und die Übertragungsgeschwindigkeit unserer Geldpolitik in die Realwirtschaft und die Finanzierungsbedingungen in der Realwirtschaft. Das sind die Dinge, die uns leiten bei unseren Entscheidungen. Es ist wichtig, dass wir auf der einen Seite Geduld zeigen und genau hinschauen. Geduld, warum? Weil wir sehr viele Anstrengungen unternommen haben in den letzten 15 Monaten. Und wir müssen genau hinschauen, um festzustellen, ob die Inflation zurückgeht, ob die Übertragung in die Realwirtschaft stattfindet und ob die Geldpolitik sich widerspiegelt, einen Einfluss hat in unseren Volkswirtschaften. Wir müssen aufmerksam hinschauen, denn es existieren auch Faktoren, die die Inflation anfeuern. Damit meine ich die Stückkosten und die Stückkosten für Gewinne. Das sind die, das Zusammenspiel zwischen beiden wird entscheiden, wie sich die Inflation im Dienstleistungssektor weiterentwickelt. Das ist der Sektor, der im Moment den größten Beitrag leistet zur Gesamtinflation. Dritter Punkt, zu dem Sie mich befragt haben, der Unterschied zwischen dem FED-Zins und dem EZB-Zins. Es gibt einen Unterschied, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber wir sind da bei ungefähr einem Prozentpunkt. Wir sind bei 4%. Die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten sind zwischen 5 und 5,25%. Das hat auch mit den Grundlagen zu tun, die unterschiedlich sind. Das Wachstum ist ein anderes in den Vereinigten Staaten. Das ist stärker als im Euro-Währungsraum. Und ich denke, dass die Regierung der Vereinigten Staaten hier stärker eingreifen möchte, stärker als wir in Europa. Gleichzeitig stellen sie fest, dass der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar, wir haben dazu ja nicht viel zu sagen, abgesehen davon, dass das auch einen Beitrag leistet zur Inflation. Der Euro ist aufgewertet worden in den letzten Monaten. Ich werde jetzt keine Prognosen treffen mit Hinblick auf die Entwicklung des Wechselkurses. Wir beobachten aber die Wechselkursentwicklungen aufmerksam, denn das hat Auswirkungen auf die importierte Inflation
oder auch nicht, je nachdem, ob der Euro sich auf- oder abwertet. Auf jeden Fall können die unterschiedlichen Leitzinsen sich durch die unterschiedlichsten Faktoren erklären lassen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir beginnen jetzt mit unserer zweiten Runde. Lydia Pereira hält das Wort für die EVP. Vielen Dank. Auf Portugiesisch geht das weiter. Die Erklärung der Präsidentin Lagarde oder anderer Mitglieder des EZB-Rates haben natürlich Auswirkungen auf die Märkte und auf den Wert der Einheitswährung. Und das nennt sich Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, die sich auf der Grund der Autorität ergibt, und die Autorität ergibt sich aufgrund der Unabhängigkeit. Und jetzt denke ich an die Tatsache, dass Marion Centeno den Verhaltenskodex der EZB klar verletzt hat. Er war Mitglied des EZB-Rates, er war Minister für Finanzen in Portugal und gleichzeitig Vorsitzender der Eurogruppe, und das in 36 Tagen. Und er war dann bereit, vom Ministerpräsidenten Portugals benannt zu werden, um ihn zu ersetzen und seine Vertretung zu übernehmen. Und auf diese Art und Weise wird auch die Unabhängigkeit seines Amtes verletzt. Und einige Kollegen sind bereits darauf eingegangen, schriftlich. Aber ich möchte Ihnen mündlich diese Frage stellen. Wird die Europäische Zentralbank hier diese Verletzung des Verhaltenskodexes akzeptieren, oder wird sie einfach dagegen vorgehen? Vielen Dank. Thank you very much. Ja, vielen Dank, Frau Pereira. Vielen Dank für diese besondere Frage. Nun, ich möchte das ganz klar zum Ausdruck bringen. Die Unabhängigkeit des EZB-Entscheidungsrates ist von größter Bedeutung, um das Mandat zu erreichen. Wir müssen wirklich vollkommen unabhängig sein. Und das bedeutet, dass alle EZB-Beteiligten sich an die höchsten ethischen Standards und Regeln halten müssen. Die EZB hat hier für die hochrangigen Beamten einen strengen Verhaltenskodex eingeführt und auch einen entsprechenden Ethikausschuss, um sicherzustellen, dass die ethischen Regeln eingehalten werden, und zwar kohärent, unabhängig und auf der Grundlage gleicher Regeln. Und ich habe hier Schreiben erhalten von Mitgliedern dieses Parlaments. Ich habe den EZB-Ethikausschuss angerufen und ich werde antworten, wenn ich die Antwort vom Ethikausschuss erhalten habe. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und jetzt machen wir weiter mit Pedro Marques von der S&D. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin Lagarde. Auch ich werde Portugiesisch sprechen. Ich bedauere es, dass die PSD hier wieder auf die nationalen Themen eingeht und das auf die europäische Ebene bringt. Die Fähigkeit, unabhängig zu handeln von Centeno, ist überhaupt nicht in Frage gestellt worden. Und wir befinden uns im Wahlkampf, aber dadurch wird die Europäische Zentralbank überhaupt nicht untergraben. Man darf das Ganze nicht jetzt hier zu wahlpolitischen Zwecken nutzen, aber leider sind wir daran gewöhnt, dass die andere Partei das getan hat, dass hier die Würde letztendlich verletzt wurde durch die Gegenpartei. Und jetzt sollten wir vielleicht doch besser auf die Themen eingehen, um die es heute geht, und nicht auf nebensächliche Fragen. Nun, wir sprechen über Kryptowährungen. Und ich möchte gerne die Frage sprechen. Sie kennen sicherlich auch Freunde, Bekannte, die leiden angesichts der Tatsache, dass die Zinsen für die Wohnungen, für Hypotheken steigen. Die EZB versucht zu Recht, die Inflation zu senken. Aber meine Frage, wie können wir jetzt in Personen erläutern, die jetzt hier leiden angesichts der Tatsache, dass die Zinsen gesenkt werden, dass die Banken weiterhin hier die hohen Zinsen beibehalten und hohe Boni ausschütten? Da denke ich an die Deposit Facility. Trägt die nicht dazu bei, hier den Bankensektor abzusichern? Und dann denke ich auch an Banken, die Defizits haben. Und wie sieht es aus mit notleidenden Krediten? Sollte man da von den Banken nicht viel mehr fordern, ihre Bilanzen zu stärken, anstatt hier Dividenden und Boni auszuschütten, da überhaupt keine Grenzen zu kennen? Vielen Dank. Thank you
Very much, Mr. Marquez. And ja, vielen Dank. Sie beziehen sich auf die Auswirkung der Zinsspitzen auf die Finanzierungsbedingungen von Privathaushalten im Besonderen und denjenigen im Besonderen, die Hypotheken aufgenommen haben. Wir haben da eine ganz klare Heterogenität in der Europäischen Union und im Euro-Währungsgebiet. Es gibt einige Länder, wo die Privathaushalte Kredite aufgenommen haben. Und sie haben das zu festen Zinssätzen getan. Und für diejenigen ist die gegenwärtige Situation nicht unbedingt negativ, sogar eher das Gegenteil. Aber es gibt auch Länder, und dazu gehört Portugal, aber auch Finnland, die baltischen Staaten, wo man hauptsächlich variable Zinssätze für die Hypotheken gewählt hat. Und für diejenigen ist die Belastung des Schuldendienstes natürlich angestiegen, da die Zinsen in die Höhe geschnellt waren in den letzten 2 Jahren. Das ist ganz klar der Fall, das kann man wirklich so sagen. Und wir als Zentralbank, wir stellen fest und kontrollieren das und kommen zur Schlussfolgerung, dass es eine gute Übertragung unserer Währungspolitik gibt. Denn wenn wir die Zinsen anheben oder wenn wir den Kernzinssatz anheben, dann möchten wir auch, dass weitergeleitet wird in die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Haushalte. Wir stellen auch fest, dass in den letzten Monaten, und zwar für zeitliche Anlagen, für Terminanlagen, aber auch jetzt ein bisschen mehr für Einlagen im Allgemeinen, die Zinssätze jetzt doch steigen, die Sparzinssätze. Nicht überall gleich, viel höher für Terminanlagen, niedriger für Sparanleihen im Allgemeinen. Und wir hoffen wirklich, dass unsere Währungspolitik wirklich übertragen wird. Nicht nur in Bezug auf die Hypothekzinssätze, sondern auch in Bezug auf die Sparzinssätze. Das kann ich im Moment zu diesem Thema sagen, wenn es um die Belastung geht, die jetzt auf die Hypothekeninhaber, Einheber zugekommen sind. Und es gibt Länder, wo die Bedingungen dieser Darlehen dafür, dass man die Rückzahlung einige Zeit aussetzen kann, vor allem wenn die Privathaushalte zeitliche Schwierigkeiten haben, und viele Banken waren bereit, hier diese Bedingungen anzuwenden, solange die Zinssätze weiterhin so hoch sind und wohl noch einige Zeit hoch bleiben werden. Ja, vielen Dank. Und jetzt machen wir weiter mit Jokos Gizos für die Renew-Fraktion. Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte Präsident Lagarde danken. Vielen Dank für Ihre Einführung. Ich hätte eine Frage in Bezug auf die Koordinierung zwischen größeren Zentralbanken, wenn es darum geht, die Inflation abzubauen. Sind Sie zufrieden mit der Abstimmung mit anderen Zentralbanken? Könnten da einige Dinge verbessert werden, zum Beispiel mit der Fed und der EZB auf der anderen Seite oder der Bank of England? Oder wird das abgedeckt durch Ihr Berufsgeheimnis, sodass Sie gar nichts dazu sagen können? Das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage betrifft das, was Herr Färber angesprochen hat. Er sprach von der Haushaltspolitik, denn in der Europäischen Union gibt es 2 Philosophien. Eine Philosophie, die sich einsetzt für eine Ausweitung der Haushaltspolitik, die andere möchten hier eine Schuldenbremse einführen. Gibt es andere westliche Länder, oder wie handeln diese? Die USA zum Beispiel, die haben ein Haushaltsdefizit, der über 6% des Bruttoinlandsproduktes betrifft, wenn mich das betäuscht. Und es gibt ähnliche Situationen in Japan und Vereinigten Königreich. Wie können wir unser Haus in Ordnung bringen, zumindest unseren Haushalt in Ordnung bringen? Und ich stimme Ihnen zu, das ist notwendig. Wie können wir das unter einen Hut bringen mit der Tatsache, dass andere westliche Großmächte oder wichtige Wirtschaften, die mit uns im Wettbewerb stehen, noch stärker verschuldet sind, beziehungsweise ihr Defizit noch höher ist als das
das die Europäische Union hat. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kirtsos. Zur ersten Frage, da geht es um die Abstimmung zwischen den Zentralbanken in der gesamten Welt. Wir vergleichen unsere Vorgehensweise, wir vergleichen unsere Sichtweisen, aber wir koordinieren unsere Währungspolitik nicht. Alle Zentralbankangehörigen, die Teil des Clubs sind, treffen sich in Basel. Da sprechen wir über Finanzstabilität, da sprechen wir über die weltweite Wirtschaft, da sprechen wir über Ansteckungsgefahren zwischen den verschiedenen Wirtschaftsgebieten. Und wir versuchen wirklich auch die Auswirkungen der wirtschaftlichen und währungspolitischen Maßnahmen der anderen Länder oder Wirtschaften zu berücksichtigen. Wir diskutieren darüber, weil wir koordinieren unsere Wirtschaftspolitik nicht. Wir treffen uns vielleicht einige Tage, bevor eine wirtschaftspolitische Entscheidung getroffen wird. Da treffen wir uns zum Beispiel in Washington, in Brüssel oder in Tokio oder in London. Aber wir sagen jetzt nie, was wir erwarten oder welche Entscheidungen wir jetzt vorschlagen werden. Das bleibt hinter den verschlossenen Türen des EZB-Rates und das bleibt innerhalb des EFMCs in der EFED. Und das hätte überhaupt nicht die Absicht, darüber zu sprechen oder jetzt von der anderen Seite zu fragen, wie sie handeln wird. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf die Preisstabilität. Alle tun wir dies und einige, dann denke ich an die FED, haben dann ein doppeltes Mandat, da ist auch das Wirtschaftswachstum wichtig. Und da wird auch die Währungspolitik auf der Grundlage dieses doppelten Mandates festgelegt. Die Haushaltspolitik, da haben Sie vollkommen recht. Das unterscheidet sich ganz klar von der haushaltspolitischen Unterstützung. Da gibt es große Unterschiede zwischen den USA und Europa, zwischen Europa und Japan. Und das ist ein Faktor, der sich aus unseren unterschiedlichen Wirtschaften ergibt, auch auf der unterschiedlichen Stärke unserer Währungen, auf der Grundlage politischer Präferenzen. Und aus unserer Sichtweise sind zwei Dinge wichtig. Sowohl Regierung, Parlamente wie auch alle Institutionen, die betroffen sind, sollten einen haushaltspolitischen Rahmen vorgeben, innerhalb dem die Haushaltspolitik festgelegt werden kann, mit gemeinsamen Kriterien, mit einem gemeinsamen Verständnis dessen, was jetzt erzielt werden sollte, was erwartet wird, wenn es um Investitionen geht, wenn es um öffentliche Finanzen geht. Und zweitens müssen wir sicherstellen, dass es ausreichend viele Investitionen gibt, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu steigern. Und zwar in allen Bereichen, wo wir hier Wettbewerbsvorteile haben oder noch entwickeln können. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt dann Herr Hubner, EZB, Entschuldigung, EVP, bitte. Frau Präsidentin, bitte, die Rednerin möge bitte ins Mikrofon sprechen. Das Mikrofon ist nicht auf die Rednerin ausgerichtet. Die Dolmetscher können Sie nicht hören. Ja, wir haben in den letzten Jahren wirklich gekämpft. Wir brauchen ja wirklich eine Kapitalmarktunion, eine einheitliche Kapitalmarktunion. Das wollten wir wirklich haben. Aber vor allem in den Trilogen standen wir immer wieder vor der Verteidigung engstirniger nationaler Interessen. Ich hoffe, Sie können das in den nächsten Trilogsitzungen jetzt bekämpfen und dagegen vorgehen. Jetzt möchte ich, dass Sie uns informieren über den Übertragungsschutzmechanismus, denn schon im Juli 2022, seitdem haben wir das nicht mehr genutzt, aber wenn wir uns dann die Kreditaufschläge ansehen, da sehe ich die deutschen italienischen Staatsanleihen und da ist die Situation der italienischen Staatsanleihen sehr viel besser als zuvor. Vielleicht benötigen wir dieses Instrument gar nicht mehr, vielleicht muss es gar nicht mehr angewandt werden, vielleicht hängt es jetzt gar nicht mehr irgendwie einfach so in der Luft und funktioniert dann als eine Art von Risikoinstrument oder hat dann Auswirkungen, ohne dass es eingesetzt wird? Also das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage bezieht sich auf das, was Sie zu den haushaltspolitischen Regeln sagten. Das war Ihre Antwort auf die Frage von Markus Ferber. Sie sagten, dass diese Fragen, mit denen wir am Rat arbeiten oder zumindest noch getrennt daran arbeiten, dass
denn wir müssen die Unsicherheiten abbauen. Und jetzt meine Frage. Der Kommissionsvorschlag würde ja dazu führen, dass es zu einer ganz klaren Straffung des Fiscal Stance mittelfristig kommen wird. Das wird nicht von einem Tag auf den anderen geschehen. Da braucht man ein bisschen Zeit, um hier die Haushaltspolitik zu straffen. Und diese haushaltspolitische Konsolidierung im Rahmen des neuen haushaltspolitischen Rahmens, das könnte dazu führen, dass der Fiscal Stance zu sehr gestraft wäre. Und jetzt möchte ich gerne wissen von Ihnen, wann Sie das, die Inflationsziele erreichen werden. Aber es kommt vielleicht der Moment, wo die Umsetzung der Haushaltsregeln letztendlich in Kollisionskurs kommen werden mit der Logik der Währungspolitik. Sehen Sie dieses Risiko, wenn es darum geht, diese Regel umzusetzen, die sicherlich überprüft werden wird? Und da werden wir sehr streng vorgehen. Kann das in Kollisionskurs geraten, und zwar zusammenstoßen mit Ihrer Logik der Währungspolitik? Sehen Sie dieses Risiko oder denken Sie, dass Sie damit zurechtkommen können, wenn das Ganze erstmals eingeführt wurde? Ja, vielen Dank. Sie können auf mich setzen. Also die Kapitalmarktunion, da würde ich mich wirklich dafür einsetzen. Und das werde ich notwendigerweise wiederholen. Und es ist wirklich wichtig, und da stimme ich Ihnen vollkommen zu, wie Sie die Vorgehensweise beschrieben haben, die teilweise von einigen Mitgliedsländern jetzt angewandt wird. Und da sollte man doch an ein höheres Ziel denken, nicht nur an die reinen nationalen Ziele. Jetzt komme ich auf Ihre erste Frage. Da geht es um das Übertragungsschutzsystem und den entsprechenden Mechanismus. Darüber haben wir ja im Juli 2022 gesprochen, das Ganze angekündigt. Damit versuchten wir, eine sichere Übertragung unserer Währungspolitik zu gewährleisten, und zwar im gesamten Markt des Euro-Währungsgebietes, und zwar für alle Länder. Und das folgt nicht das Ziel, die Verschlechterung der länderspezifischen Grundlagen abzufedern. Und das steht ganz klar drin. Da sind einige Kriterien festgelegt worden, die angewandt werden für Länder, die jetzt hier diesen Mechanismus nutzen könnten. Und ich kann diese Länder aufführen. Also Einhaltung des Haushaltsrahmens. Zweitens, keine großen makropolitischen Ungleichheiten und nachhaltige Wirtschaftspolitik. Das sind die Zielsetzungen. Und bevor diese Kriterien jetzt angewandt werden, für alle möglichen Kandidatenländern müssen wir erst einmal festlegen, dass TPI wirklich geeignet ist und verhältnismäßig ist, um hier mit dieser Situation zurechtzukommen. Da müssen wir vor allem sicherstellen, dass dies zielgerecht eingesetzt wird, und zwar für das Ziel, für das dieses Instrument eigentlich geschaffen wurde. Und das Ziel bestand darin, hier das Ganze mit einem zeitlichen Rahmen anzuwenden, ohne dass dadurch die Währungspolitik geschädigt werden dürfte. Ich denke, das ist ein gutes Instrument. Wir mussten es nicht nutzen, und es ist nicht das einzige Instrument, das in unserem Werkzeugkasten ist und das wir nicht genutzt haben. Aber es gibt dieses Werkzeug, und falls es notwendig sein sollte, werden wir dieses Werkzeug nutzen. Dann komme ich zu Ihrer zweiten Frage. Da geht es nämlich um die Antwort, die ich gegeben habe an Markus Ferber, als er die Fiskalarchitektur jetzt ansprach und die Vertragsparteien sollten sich wirklich das so schnell wie möglich einigen. Und dafür gibt es einen Hauptgrund. Auf diese Art und Weise könnten wir die Unsicherheiten beseitigen und die Tatsache, dass die Parameter nicht klar sind, in denen jetzt die Mitgliedsländer ihren Haushalt festlegen. Sie haben Leitlinien, es gibt eine gewisse Koordinierung, die Kommission muss den Haushaltsentwurf hier überprüfen, aber es gibt keinen wirklichen Hinweis auf einen Rahmen oder auf einen alten Rahmen, von denen ja alle jetzt mehr oder weniger damit einverstanden sind, dass der nicht geeignet ist, um auf die gegenwärtige Situation reagieren zu können. Wir haben unsere Überlegungen weitergegeben.
Wir haben eine Stellungnahme vom EZB-Rat abgegeben, und zwar als Reaktion auf den Kommissionsentwurf, der jetzt überarbeitet wurde von dem spanischen Ratsvorsitz, der jetzt einige neue Vorschläge vorgelegt hat. Aber diese Vorschläge enthielten vor allem auch eine realistische, schrittweise Anpassung der öffentlichen Schuld. Das ist in Übereinstimmung mit dem, was Sie sagten. Das ist keine brutale Anstrengung, die vorab getätigt werden muss, sondern das geht über 7 Jahre. Und darüber wird gerade diskutiert, wenn mich nicht alles täuscht. Also eine öffentliche Schuld, die zurückgefahren wird auf einen realistischeren Rahmen, auf eine positive Anpassung, die nachhaltig ist. Und zweitens haben wir eine Politik ermutigt, die gut ist für das Wirtschaftswachstum und für die Investitionen. Und drittens haben wir hier die gegenzyklische Politik gefördert, und die Durchsetzungsmechanismen müssen effizient sein, sie müssen durchsetzbar sein. Das war nicht immer der Fall gewesen in der Vergangenheit, und der gesamte neue Rahmen sollte einfacher sein. Das können wir wirklich nur hoffen. Man muss ihn einfacher verstehen und umsetzen können. Und wir hoffen, dass dies auch wirklich der Fall sein wird. Da bin ich manchmal ein bisschen skeptisch, wenn es um die Frage der Vereinfachung geht. Darüber wird diskutiert. Also man kann eigentlich verstehen, wie das Ganze funktionieren sollte. Man muss aber einfach alle Kriterien gut kennen, alle Parameter und die verschiedenen Alternativen muss man verstehen, und zwar im Rahmen der Maßnahmen, die die Kommission anwenden muss. Aber für uns ist es vor allem wichtig, dass es Rechtssicherheit gibt über die Frage, welchen Rahmen wir anwenden müssen. Vielen Dank. Thank you very much. Now we... Vielen herzlichen Dank. Wir haben damit die Rednerliste abgearbeitet, aber ich habe noch eine Wortmeldung von einem Ausschussmitglied. Herr Nicola Vanos, bitte. Ja, Lagarde, bevéos. Εντάξει. Ευχαριστώ. So, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Also, nach allen Daten ist es doch so, dass im Moment in den USA, in China und überall eine Rezession vorliegt aufgrund einer Krise des Kapitalismus. Das bedeutet, dass die Bürger es schwer haben, auch aufgrund der hohen Inflation. Sie haben es gesagt, die Auswirkungen werden bleiben, auch in Bezug auf die Energiepreise. Obwohl also die Preise enorm angestiegen sind, bleiben die Löhne und Gehälter gleich. Und es werden sehr harte Maßnahmen ergriffen. In Griechenland gibt es jetzt ein neues Steuergesetz, das sich gegen unabhängige Berufstätige, Selbstständige also richtet. Diese restriktive Politik des letzten Jahrzehnts kommt vor allen Dingen den Unternehmen zugute, aber das hat nicht ausgereicht, um die Krise zu meistern. Sondern im Gegenteil, die Gegensätze zwischen den einzelnen Schichten der Gesellschaft haben sich verschärft. Und jeder vierte Bürger ist im Moment in einem Prozess der Verarmung. Was würden Sie sagen, es sollte doch nicht so sein, dass die Bürger die Kosten für die Krise zahlen müssen? Sollten jetzt die Einkünfte gestärkt werden für die Arbeitnehmer? Sollten also besondere indirekte Besteuerungen verboten werden? Oder sollte man nicht die Unternehmen stärker besteuern und die Armen im Gegenteil entlasten? Vielen Dank für diese Frage. Ich möchte dazu zwei Dinge anmerken. Ich bin der Ansicht, dass wenn wir unser Mandat erfüllen, der Preisstabilität, dass wir damit auch gegen die Ungleichheit aufgrund der hohen Inflation aktiv werden. Das war der erste Punkt. Zweitens, im Moment haben wir es mit einem Drahtseilakt zu tun. Auf der einen Seite geht es um den Beitrag der Profite, auf der anderen Seite um den der Löhne und Gehälter. Also wir wollen keine Zweitrundeneffekte, wir wollen keine Inflationsspirale, die außer Kontrolle gerät.
Wir gehen aber davon aus, dass Lohnerhöhungen aufgrund von Aufholeffekten und einem schwierigen Arbeitsmarkt sicherlich dazu führen, dass die Profitmargen zurückgehen, die ihrerseits im Jahr 2022 zur Inflation beigetragen haben. Sie sehen das auf dieser Grafik hier unten auf Seite 1. Die Beiträge zum Deflator, also der Beitrag von Löhnen, ist stärker geworden und wir sehen jetzt einen weniger starken Beitrag der Profite. Vielen Dank. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Ich habe eine weitere Wortmeldung von Herrn Beck. Bitte. Danke. Guten Tag, Frau Präsidentin. Im Jahr 2015 hat Ihr Vorgänger gesagt, dass das Aufkaufen von Wertpapieren, die Billionen und Trillionen wert waren, also es wurde gesagt, wenn jemals solche Aufkäufe permanent wären, dann wäre das doch ein klarer Beweis dafür, dass es hier um eine Staatsfinanzierung ginge von Seiten der EZB. Am 9. November hat Philip Lane angekündigt, dass die EZB der Ansicht war, dass ein nachhaltiges Niveau von Zentralbankreserven nötig wäre. Und ich zitiere weiter, dass ein strukturelles Bondportfolio sinnvoll wäre für langfristige Liquidität für das Bankensystem. Das heißt, das Portfolio würde dann APP- und PEP-Ankäufe permanent enthalten. Herr Draghi hatte da uns etwas verheimlicht oder wie sieht es aus? Können Sie da dem widersprechen, was jetzt ja gerade hier gesagt wurde in Bezug auf diese Bonds? Vielen Dank, Herr Beck. Ich kann Ihnen Folgendes sagen. Ich kann kein endgültiges Urteil fällen oder Ihnen endgültig sagen, wie es aussieht mit diesen Reserven, wie diese also zusammengestellt werden. Sie haben eine sehr wichtige Frage gestellt und Sie wissen sicherlich, dass wir im Moment den operativen Rahmen überarbeiten. Das heißt, die Art, wie wir Aufsicht führen über Zinssätze, wie wir Liquidität den Banken zur Verfügung stellen. Und das ist eine ausgesprochen komplizierte Aufgabe. Wir müssen uns ganz im Detail alle Auswirkungen der verschiedenen Optionen ansehen. Finanzieren, refinanzieren, strukturelle Portfolios, die Liquiditätsvolumina, die nötig sind und die Art, wie Banken dann Zugang erhalten zu dieser Liquidität. Eine ausgesprochen komplizierte Frage. Es muss hier sehr stark abgewogen werden und überarbeitet werden. Wir sind mitten in dieser Aufgabe. Das geht noch weiter. Es wird weitere Positionen geben, die in den nächsten Monaten geäußert werden. Es wird gründliche Prüfung der einzelnen Optionen geben. Und am Ende wird der EZB-Rat zu entscheiden haben, wie der operative Rahmen aussehen soll. Das könnte verschiedene Komponenten enthalten. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich könnte mir Folgendes vorstellen, dass damit eine Bilanz herauskommen wird, die definitiv kürzer ausfallen wird als die Höchstwerte, die wir in den letzten Monaten erlebt haben. Und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass dies länger ausfallen wird als die Bilanzen vor der großen Finanzkrise. Und drittens möchte ich dazu noch anführen, dass auch wenn der EZB-Rat sich dann entschieden hat, auf der Grundlage von, wie ich schon sagte, einer großen Anzahl von Beobachtungen und Positionen, die geprüft wurden,
wird es trotzdem einen Aspekt, einen experimentellen Aspekt geben, weil das Ganze eben sehr kompliziert ist. Wir werden das aber tun. Wir werden uns die Zeit nehmen, die nötig ist, um alle Optionen zu prüfen. Das, was Sie angesprochen haben, ist sicherlich schon einmal eine Überlegung, die auf vielen Informationen beruht. Es wird aber weitere Prüfungen geben und am Ende wird der EZB-Rat entscheiden. Danke. Vielen Dank. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. Damit können wir uns bei Ihnen bedanken, Frau Präsidentin, Frau Lagarde, dafür, dass Sie uns zur Verfügung standen. Und ich kann noch darauf hinweisen, dass der nächste Währungs- und geldpolitische Dialog in dieser Legislaturperiode am 24. Februar stattfindet. Also der letzte dieser Periode und das direkt nach dem 25. Jahrestag der Einführung des Euro am 1. Januar 1999. Die Obleute haben deshalb beschlossen, dass wir uns auf ein Thema konzentrieren können. Der Euro ist 25 Jahre alt geworden. Was steht jetzt an in Bezug auf die Wirtschafts- und Währungsunion? Und wie sieht es aus mit weiteren Herausforderungen, die sich in diesem Zusammenhang stellen? Ich bedanke mich noch einmal bei Ihnen und wir sehen uns im Februar. Die Sitzung wird jetzt für eine halbe Stunde unterbrochen. Es geht weiter um 17 Uhr mit der Anhörung von Kommissar Bertou.